Recht herzlich willkommen zur 38. Folge von Stellaris. Ja, hier ist unsere Welt. Terraforming ist klar. Oberfläche sieht toll aus, ne? Schon überall wohnt einer, oder? Ja, mittlerweile wohnt wirklich überall einer. Alles ist besetzt. Und ja, wir müssen weiter gucken, dass wir irgendwie noch was finden, wo wir noch welche hinsetzen können. 0%. 0%, aber das müsste ja auch hier so ein irgendwo so ein Symbol sein, ne? War das hier oder? Nein, da ist 0. 0. Ach, da sind noch ein paar Monde, ne? Der hat aber auch 0. Der auch 0. Da ist noch jemand. Die sind aber alle nicht bewohnbar, wa? Hatten wir den schon? Wahrscheinlich nicht. Hier sind ja ziemlich viele in dem System, ne? Hier sind auch noch ein paar Monde um den rum, ne? Den hatten wir ja schon. Da sind alles Nuller. Gut, okay. Aber wir wollten ja gucken, dass wir irgendwie mal weiter expandieren. Ich weiß gar nicht, was wir eben in der letzten Folge abgegeben haben. Vielleicht war das hier. Ich weiß es nicht. Könnte sein, ne? Ja, wir müssen mal gucken, was wir hier auf jeden Fall erstmal machen können, ne? Das ist 0%. Irgendwo muss noch einer hier rumschweben. Da, der ist auch 0. Den haben dann die anderen irgendwie bewohnbar gemacht, oder was? Das, dann ist da einer. Der hat da noch einen Mond. Der bringt uns aber auch nichts. Haben wir hier noch so ein paar Asteroiden, die aber auch nichts jetzt wirklich bringen. Da ist auch 0%. Nulle. Und da ist auch alles null. Gut, dann ist das nix. Hier unten ist zum Beispiel noch so ein Symbol. Potenziell bewohnbar. Wie viel Prozent hat er denn? 30. Wir brauchen aber 40 zurzeit. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Oder? Also ein bisschen erforscht schon. Jetzt muss ich nicht. Entschuldigung. Der war aber reingehauen, ne? Ah, juckt mir die Nase, krieg ich bald einen drauf. Da ist alle nix. Irgendwo ist der potenziell bewohnbare. War das der, ne? Nö. Der? Nö. Nö. Da ist noch ein Mond. Auch nicht. Muss auf der anderen Seite einer sein, oder was? Da war da überhaupt einer? Da war gar keiner, ne? Das war ein anderes System, wo ich da reingegangen bin. Das noch nicht von irgendeiner anderen. Sag schon. Wie heißen sie? Ah, hier waren wir wohl noch nicht, ne? Hier kann man noch nichts entdecken. Da waren wir schon. Unerkundet, okay. Kriegen das Forschungsschiff doch hier hin, oder? Mach mal. Das fliegt darüber. Vielleicht ist da auch keiner mehr. Da war mal einer, glaube ich, ne? Der uns den Weg da behindert hat. Hier war jetzt diese. Aber das war nur 30%, also das war es nicht. Haben wir ja viel entdeckt, ne? Was ist das denn hier? Das ist eine primitive Zivilisation, die da wohnt, ne? Bewohnbarkeit 40%. So ein Ding, wo du sagen könntest, ne, da möchte ich hin. Aber wir können ja nicht jeden da kommen lassen, ne? Ach so, wir müssen mal weiterlaufen lassen, sonst fliegen wir da nie hin, ne? Hier oben ist ja auch noch unentdeckt alles, glaube ich, ne? Hier oben sind noch ein paar andere Reiche. Ja, hier wäre der Top-Planet, ne?
Brauchen wir aber 707, um da hinzuziehen. Wir haben 318. Das wäre der Top-Planet. Und dieser hier braucht 681, ein bisschen weniger. Hier wäre auch noch was. Die Oberfläche ist mit 40% bewohnbar. 328, das wäre sehr nah. Also, nicht jetzt nah von, ne? Das auch mit 124. Die ist auch relativ groß. Die ist maximal groß, ne? Wenn die Viecher alle dann weg sind und die Vulkane gelöscht, dann wird das was bringen, ne? Und wir können sie mit 124 kolonisieren. Ich würde es jetzt fast machen, ne? Wo sollte man nur welche wegnehmen, ist dann die Frage, oder? Fünfzig, 40%. Eigentlich hier weg, oder? Und ich glaube, wir gehen dahin, oder? Necker Prime hört sich toll an. Nehmen wir, machen wir. Was haben wir hier? Traditionen. Ausbreitung. Ja. Was machen wir da? Diplomatie. Vorherrschaft. Ausbreitung. Kolonisationsfieber. Griff nach den Sternen. Dominierung, Wohlstand, Harmonie. Das ist Entdecken. Gucken wir uns erstmal die Effekte an, oder? Fehlschlagrisiko. Ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, das will ich haben, ne? Ach, hier haben wir schon einen, okay. So, dynamischer Ökomorphismus. Die Bewohnbarkeit erhöht um 10%. Aha, das heißt, die 40% würden, die 30% würden zu 40% werden, kann das sein? Das hört sich richtig gut eigentlich an. Wenn wir da 30% Welt hatten, die würden wir dann, glaube ich, kriegen, oder? Schiffbaugeschwindigkeit. Da würde Einigkeit gesteigert werden. Da haben wir 4 zur Zeit. Was geht, ist die nächste Frage, ne? Aha, auch interessant. Ach so, 443 kostet das und die haben wir da oben auch, ne? Interessanterweise kosten die alle so viel. Ja, bis jetzt habe ich jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, boah, toll, das brauchen wir. Reichhaltiges Schiffs.
Privates Kolonieschiff. Geil, toll. Da ist ein Anführer länger am Leben. Das wäre noch interessant. Ich glaube, wir sind schon hier, ne? Aber das haben wir schon. Das haben wir schon. Noch schlimmer. Besucherzentrum. Föderation. Okay. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich möchte. Das ist alles nix. Planetenhauptgebäude produzieren jetzt eine zusätzliche Einigkeit. Das ist ja schon fast das, was wir jetzt ausgeben. Können wir dann ein bisschen steigern, ne? Tja, grenzenlos Sternendestination. Irgendwie. Und was kommt danach? Außenpostenunterhalt reduziert. Hört sich noch am besten an. Da wird die Kolonie besser. Das ist alles jetzt Vasallen und. Gebäudeunterhalt, Energiehub 1 und Energiehub 2 produzieren jetzt ebenfalls 2 Einigkeit. Das wäre noch sehr interessant. Privates Kolonieschiff brauche ich aber nicht. So wirklich sagt mir jetzt nichts. Paradieskuppel, toll. Jetzt ist er nervös auch noch geworden, weil er besser geworden ist. Du glaubst es nicht. Anführer Lebenszeit. Das ist bedauerlich für ihn, genau. Wenn man hier Forschung unterstützen hat. Ja, was machen wir? Das ist hier Vorherrschaft, Diplomatie, Entdeckung, Föderation. Das ist jetzt nichts Interessantes. Was macht das Zentrum, das Besucherzentrum? Oder nix, oder? Das wäre. Ja, das wäre das, dann das. Ich glaube, wir können das nicht machen. Gut. Wir können nur diese zwei machen, alles klar. Das ist also das nächste. Oder wir sparen halt weiter, ne? Was es kostet, steht hier leider nicht, ne? Aber wir müssten das erst annehmen, da oben wahrscheinlich, ne? Neue Kolonien mit einem zusätzlichen Bewohner, das ist doch schon mal cool. Ich nehme das. Kostet uns 452, haben wir auch. Und läuft in 128 Monaten irgendwas, oder wie?
Da benötigen wir noch mehr Punkte dann. Gut, dann haben wir das eigentlich auch erledigt erstmal wieder. Ja, und wir waren wo stehen geblieben? Gute Frage, ne? Bei dieser Welt, die wir da besiedeln wollen. Aber das machen wir doch schon, oder? Wollten wir nicht hier hin? Oder kam das dann gerade? Ah, da kommt das Kolonieschiff, oder? Genau, cool. Dann können wir uns gerade angucken, wie es da gleich passiert, oder? Dieser Planet da ist das. Der hat Physikforschung 2. Hier haben wir, glaube ich, hingesetzt, ne? Gut, dann sehen wir das jetzt gleich. Und da ist es. Jetzt muss da noch einer runter. Ja, kommt keiner. Da ist es. Okay. Gut. Ja, dann bauen die jetzt Leute auf, ne? Und dann sollte das vielleicht mal funktionieren. Entfernen können wir noch nicht, ne? Gut. Wenn wir fertig sind mit Kolonisieren, geht das. Alles klar. Okay, dann sind wir schon wieder mit ein Stück mehr Welt unterwegs, wie man da sieht. Wir müssen dann hier rüberschlagen, die Bresche. Was sind das für ein Zeichen? Ein komischer Erz, den ich nicht kenne, oder was? Das ist ja schön, ne? Wohnbarkeit hat er nicht, aber hier könnte man vielleicht etwas abbauen, oder? Geht das? Kolonieschiff und Konstruktionsschiff. Bergbaustation. Dieser Himmelskörper der Klasse Planet liegt außerhalb unserer Grenzen. Genau. Dann müssen wir gucken, dass dieser Planet vielleicht in unsere Grenzen kommt. Aber naja, das wird noch dauern, denke ich mal, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir hier krass letztens abgegeben haben. Das könnte sein, ne? Und da ist auch dieses Zeug. Wie ist denn hier so die Bewohnbarkeit? Nirgendwo, sonst wäre ja so ein Planetensymbol daneben, ne? Gut, okay. Ja, wir sind jetzt hier am Kolonisieren, gucken zu, dass das größer wird. Und, naja, dann müssen wir uns weiter darum kümmern, wie es weitergeht. Da ist der nächste Planet dann. Dann die Reichweite kleiner wird, dass man hier weniger... Ja, es sieht so aus, als ob das dann besser wird. Dann kann man größere Sprünge machen. Dann müssten hier die... 707 waren das, ne? Ja, auch weniger werden. Oh, 469, das macht was aus. Und hier waren es irgendwie 681. 444, cool. Das heißt, wir müssen uns sofort arbeiten, dass wir so die Planeten zueinander kriegen. Weil man sieht, ist ja hier auch ganz viele coole Sachen auf einmal drauf zum Beispiel. Und das müssen wir dann irgendwie nutzen. Gut, okay. Da ist was. Nicht Angriffsversprechen. Na dann. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.